Liebe Menschenfamilie, es ist mir ein Bedürfnis, heute mit dir zusammen, mit euch allen zusammen, ein Gebet auszusprechen. Ein Gebet des Friedens für unsere Welt. Ein Gebet, welches das transformiert, was so schwer auf unseren Schultern liegt. Ein Gebet, was sein Licht über die ganze Erde erstrahlen lässt und die Menschen dazu bringt, den Frieden wieder einzuladen. Ein Gebet, was das Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen herstellt, das wichtige Gleichgewicht, was wir in der Dualität so sehr benötigen. Und wenn du bereit bist, dann lade ich dich jetzt ein, mit mir zusammen zu beten. Du hast später im Gebet auch noch die Möglichkeit, deine eigenen Worte zu sprechen. Und so beginnen wir jetzt. Geliebter Vater, geliebter Gott, ich bin heute hierher gekommen, um dir zuerst zu danken dafür, dass ich in dieser aktuellen Zeit inkarnieren durfte. Und ich bin mir meiner Verantwortung bewusst. Und so möchte ich dich bitten, lieber Gott, gib uns Menschen die Kraft und die Stärke, Licht und Frieden auf die Erde zu bringen. Lieber Gott, ich bitte dich so sehr für Frieden in der Ukraine. Lieber Gott, bitte unterstütze dieses Land, dass dort Frieden herrscht. Lieber Gott, ich vertraue dir so sehr, denn ich weiß, dass du allwissend bist, und ich lege meine Seele in deine Hände und ich bitte dich so sehr, dass du für die Ukraine sorgst, dass du dort Frieden und Licht einströmen lässt. Lieber Gott, ich vertraue dir und ich weiß, dass du alles, was du tust, richtig tust. Und ich bitte dich deswegen, uns Menschen zu helfen, allen Menschen, die in Not sind, zu helfen, sie zu unterstützen, sodass das Gute und das Licht immer mehr Kraft bekommt. Ich bitte dich so sehr, lass Frieden einkehren. Lass die Machthaber sich auf einem friedlichen Weg einigen. Unterstütze bei der großen Weltentransformation und helfe uns, die Erde in Licht hineinzulegen. Helfe uns, die Erde auf die höhere Stufe
der Dimension der Liebe hineinzutragen. Lieber Gott, wir brauchen deine Unterstützung. Ohne dich ist es nicht möglich. Und ich bitte dich aus der tiefsten Tiefe meines Herzens, bitte hilf uns. Lass Frieden einkehren. Unterstütze dieses Land. Unterstütze uns alle und lass Frieden kommen. Und nun, mein lieber Lichtarbeiter, mein lieber Lichtmensch, sprich dein eigenes Gebet jetzt. Ich gebe dir ein wenig Zeit dafür. Lieber Gott, ich danke dir sehr, dass du zugehört hast. Und ich bitte dich, erhöre unsere Bitten und lass Frieden einkehren. Wir danken dir im Lichte unserer Seelen so sehr, dass du zugehört hast. Amen. Und ich danke euch so sehr, dass ihr zugehört habt und heute hier wart. Und ich weiß ganz genau, dass wir mit Hilfe Gottes ganz viel Frieden und Licht auf die Welt bringen werden. Ja, und so treffen wir uns zum nächsten Video voller Kraft und Stärke. Schön, dass du heute hier warst. Und wenn du weiterhin mit mir beten möchtest oder die neuesten Botschaften der geistigen Welt hören möchtest, dann klick einfach hier auf die Kugel und abonniere meinen Kanal. Ich danke dir so sehr. Bis bald. Tschüss.